Und da stand, wählen Sie Ihren Lieblingsinterpreten. Da standen 5 Namen. Und ich sage Ihnen mal, ich sage das ganz offen und ehrlich, wir waren alle sehr froh, dass Sie sie gewählt haben, denn wir haben sie lange nicht gesehen und wir alle schätzen sie sehr, denn sie ist eine fabelhafte Interpretin, die seit Jahren große Erfolge hat, die eine Stimme hat, eigentlich wie ein Instrument. Sie beherrscht diese Stimme, dass es einfach fabelhaft ist. Eine Frau, die genau weiß, was sie will, eine Frau, die man lieben und schätzen muss. Hier ist für Sie Gitte Henning. Von dir gelernt. Hast du nie daran gedacht, dass ich mich abhängig mache? Fast jede Nacht hab ich mich an dir gewöhnt. Doch seit du mich betrügst, lieg ich nur. Euch beide stehen. Und ich frag mich dauernd, ob sie weiß, dass es mich gibt. Du hältst mich fest, doch wirst du wohl nie verstehen, was in mir zerbricht, wenn ich dich mit ihr seh. Gitte, das ist alles noch für dich. Sag mal, hör bitte auf, bevor mein ganzes Herz zerbricht. Was sind das für Männer, von denen du da singst? Aber es gibt immer wieder sowas, ne? Wir haben dich vermisst. Was hast du gemacht in der Zeit?
Jetzt muss diese Pose kommen. Welche Pose? Ich habe mir eine schöpferische Pause erlaubt. Ach nein. Ist ja unglaublich. Eine schöpferische Pause. Das heißt, du hast, wie ich dich kenne, hast du Konzerte besucht. Hast du Titel einstudiert. Hast du gesagt, ich werf's wieder weg. Und ich weiß nicht, was alles. Ja. Um mich herum geguckt und hinter die Kulissen geguckt. Und es ist alles sehr, sehr interessant. Und das alles, was ich erlebt habe, habe ich jetzt endlich auf so eine ganz kleine, winzige Silberplatte gebracht. Achten Sie auch die Erinnerung auf Schleichwerbung? Die heißt Liebster. Das könnte für dich sein. Ach. Du bist zu gut zu mir. Du bist zu gut zu mir.